Viele Menschen haben Angst vor Schlangen. Das ist ein ernsthaftes Problem, für das es sogar einen wissenschaftlichen Begriff gibt. Herpetophobie. Viele Menschen können den Anblick einer Schlange nicht ertragen und werden schwer traumatisiert, wenn sie im Wald auch nur einer harmlosen Schlange begegnen. Man kann sich kaum vorstellen, wie sich ein Mensch mit einer solchen Phobie fühlt, wenn er eine riesige Schlange sehen würde, die ein ganzes Krokodil verschlucken kann. Und dabei handelt es sich nicht um eine Märchenfigur oder eine Szene aus einem Horrorfilm. Dieses Ungeheuer hat wirklich auf unserem Planeten gelebt. Wissenschaftler entdecken seine Überreste erst vor kurzem, im Jahr 2009. Oder vielleicht lebt es noch irgendwo? Darf ich vorstellen, die Titanoboa, die größte und schrecklichste Schlange aller Zeiten. Jetzt erhalten Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen. Wie groß war sie im Vergleich zu den Dinosauriern? Wie stark war sie? Welche Tiere konnte sie töten? Warum könnte die Titanoboa wieder auftauchen? Und viele andere interessante Tatsachen. Titanoboa. Es handelte sich um ganz gewöhnliche Ausgrabungen, die während der Expedition einer internationalen Forschergruppe durchgeführt wurden. Die Gruppe wurde von Jonathan Bloch, einem Wirbeltier-Paläontologen der Universität von Florida, und Carlos Jaramillo, einem Paläobotaniker am Smithsonian Tropical Research Institute in Panama, geleitet. Sie arbeiteten im Amazonasbecken, und zwar in den Kohleminen der Cerrejón Formation in La Guayara, Kolumbien. Plötzlich stießen die Wissenschaftler auf etwas äußerst Ungewöhnliches, das in der wissenschaftlichen Welt für großes Interesse sorgte. Die Überreste uralter Schlangen von einer Größe, die wir uns nie zuvor vorstellen konnten. Vorläufigen Berechnungen zufolge waren diese Schlangen bis zu 14 Meter oder sogar noch größer und wogen mindestens eine Tonne. Diese riesigen Schlangen lebten in der Ära des mittleren und späten Paläozäns, vor etwa 60 bis 58 Millionen Jahren. Das war direkt nach dem Aussterben aller Nicht-Vogeldinosaurier. Und dies war keine Ausnahme von der Regel. Insgesamt wurden Fossilien von bis zu 30 Tieren entdeckt. Und zwar nicht nur Wirbel, sondern sogar drei ganze Schädel. Es besteht also kein Zweifel, das Pantheon der alten Riesenmonster hat nun ein weiteres schreckliches Exemplar. Auf den ersten Blick mag die Größe von 14 Metern, 45,93 Fuß, als nichts Besonderes erscheinen. Nun, es ist keine Meile. Außerdem ist es nur 3 Meter länger als die größte jemals beschriebene Riesenanaconda, die 11,43 Meter lang ist. Aber das ist nur auf den ersten Blick so. Selbst wenn man ohne visuelle Darstellung darüber nachdenkt, ist die Titanoboa ein Drittel größer als die Riesenanaconda. Und wenn man sich eine visuelle Darstellung ansieht und sie mit einem Menschen vergleicht, wird es ein wenig unangenehm. Sind Sie bereit? Hier ist eine skizzenhafte und ziemlich fade Infografik. Hier ist eine Titanoboa von oben. Es ist schon ziemlich beeindruckend, wie klein die Menschenfigur aussieht. Aber Enthusiasten haben sich die Mühe gegeben, eine Titanoboa in ihrer ganzen Pracht und Größe nachzubilden. Einer der berühmtesten Rekonstruktionen befindet sich in der Ausstellung der Smithsonian Institution. Hier ist sie. Wie Sie sehen können, nichts Besonderes. Nur eine riesige Schlange, die ein Krokodil frisst. Das ist keine Fantasie eines Künstlers. Die Forscher haben viele versteinerte Skelettteile im Amazonasbecken gefunden. Und sie sind erstaunlich. Nur über die Farbe können wir nichts mit Sicherheit sagen. Höchstwahrscheinlich hatte die Titanoboa eine Tarnfärbung, wie der moderne Python. Ein dunkler Grünton der Schuppen und dunkle ringförmige Flecken am ganzen Körper. Aber über die Größe brauchen wir nicht zu raten. Hier ist ein weiterer Vergleich. Links Titanoboa-Wirbel. Was ist rechts? Was denken Sie? Ein Wirbel einer Ringelnatter oder einer Kreuzotter? Nun, weit gefehlt. Dies ist der Wirbel einer Anaconda.
Die größte lebende Schlange. Obwohl die Dinosaurier zu dieser Zeit bereits ausgestorben waren, wäre es interessant, sich vorzustellen, wie die Titanoboa mit anderen gigantischen Reptilien koexistiert hätte. Nehmen wir einen der bekanntesten und auch größten Dinosaurier, den Diplodocus. Einige Schätzungen zufolge erreichten diese Ungeheuer von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzspitze eine durchschnittliche Länge von 27 Metern und bis zu 35 Meter, 88,58 bis 114,83 Fuß. Das heißt, wie wir sehen können, erreichte die Länge der Titanoboa kaum die Hälfte des durchschnittlichen Diplodocus. Allerdings unterschied sich ihr Gewicht dramatisch. Nach verschiedenen Schätzungen wog der Diplodocus zwischen 20 und 80 Tonnen. Mit einer Masse von bis zu einer Tonne konnte die Titanoboa sicherlich nicht mit einem solchen Ungetüm konkurrieren. Für den Diplodocus war die Titanoboa nichts weiter als ein kleiner Wich, der herumwuselte und immer im Weg war. Dennoch sollte man erwähnen, dass die Schlange immer noch sehr beeindruckend war und vermutlich maximal einen Meter dick sein konnte. Der Diplodocus konnte wahrscheinlich höchstens über sie stolpern. Für kleinere Tiere hingegen würde eine Titanoboa sicherlich Probleme bereiten, wenn sie das Pech hätten, ihr zu begegnen. Wenn man sich die Rekonstruktion ansieht, scheint es, dass dieses Ungeheuer nicht nur ein Krokodil, sondern ein ganzes Nashorn verschlucken konnte. Aber war das wirklich so? Zunächst waren sich die Wissenschaftler sicher, dass die Titanoboa ein Spitzenpredator war. Und zwar ein ziemlich brutaler und heimtückischer. Genau wie die Python konnte sie sich an ihrer Beute heranpirschen, sie unvorbereitet erwischen, in eine tödliche Umarmung nehmen, erwürgen und dann ganz verschlingen. In der Tat war eine Titanoboa wahrscheinlich stark genug, um alle Knochen zu brechen und ein pferdegroßes Tier zu erwürgen. Nach verschiedenen Schätzungen könnte sich Kontraktionskraft der Umarmung dieser Schlange bis zu 30 Kilogramm pro Quadratzentimeter, 400 PSI, Pfund pro Quadratzoll, erreichen. Man glaubte ernsthaft, dass die Titanoboa Krokodilomorphe zum Mittagessen verspeist haben könnte. Dennoch war sich die wissenschaftliche Gemeinschaft in dieser Frage nicht ganz einig. David Pauli, Professor an der Universität von Indiana, glaubte, dass diese riesige Schlange unter anderem Fische fraß. Wie weitere Studien zeigten, dass die Schlussfolgerungen über die krokodilfressende Titanoboa weit von der Wahrheit entfernt war. Tatsächlich war die Titanoboa eher wie ein Blauwal oder ein Walhai. Mit ihrer enormen Größe fraß sie jedes kleine Ding, vor allem Fische. Wie sind wir zu diesem Schluss gekommen? Es handelt sich um keinen anderen als einen der Entdecker der Titanoboa, Jonathan Bloch. Allerdings dachte er das von Anfang an. Im Jahr 2013 veröffentlichten Bloch und seine Kollegen eine neue Arbeit, in der sie die Ereignisse der Titanoboa-Schädel vorstellten. Dank ihnen konnten die Forscher die strukturellen Merkmale des Schlangenkopfes und damit auch die Ernährung der Schlange klären. Es stellte sich heraus, dass die Titanoboa viele Gaumen- und Seitenzähne hatte. Außerdem waren sie nicht sehr haltbar. Das bedeutet, dass die Titanoboa vor allem relativ kleine Tiere fraß, die sich nicht abwehren konnten. Gleichzeitig waren sie aber auch glitschig und wendig und konnten leicht entkommen. Ähnliche strukturelle Merkmale wurden bei modernen höheren Schlangen gefunden, die hauptsächlich Fische fressen. Daraus schlossen die Wissenschaftler, dass die schrecklichste Schlange aller Zeiten in Wirklichkeit ein professioneller Angler war. Relativ langsam und unbeholfen auf dem Boot, aber recht flink im Wasser. In einer gedeihlichen, natürlichen Umgebung hätte die Titanoboa wohl kaum Probleme mit Nahrungsquellen gehabt. Mit ihrer betrachtlichen Größe und Stärke war die Schlange selbst sicherlich keine unmittelbare Beute für andere. Aber sie könnte durchaus natürliche Feinde gehabt haben, zum Beispiel die Riesenschildkröte Carbonemis. Darauf deutet die Tatsache hin, dass die Überreste dieser Schildkröten häufig in Sümpfen und Seen neben den Überresten von Titanoboas gefunden werden. Ihr Panzer war 1,7 Meter lang. Sie haben sich sicher nicht gegenseitig gejagt, aber wahrscheinlich haben sie gelegentlich um Nahrung gekämpft.
gekämpft. Denn Carbonemis fraß die gleichen Fische und jagte sogar auf die gleiche Weise, indem sie sich tarnte. Bei solchen Kämpfen hatte die Titanoboa viel weniger Chancen zu gewinnen, obwohl sie deutlich größer war. Die Titanoboa konnte die kräftigen Panzer und die zermalmenden Kiefer der Schildkröte kaum bewältigen. Aber egal wie stark die Konkurrenz der Carbonemis auch sein mochte, wenn die Titanoboa bis zum heutigen Tag überlebte, musste sie sich einem wirklich grausamen, brutalen und unbesiegbaren Feind stellen. Uns. Es liegt auf der Hand, dass die Riesenschlangen bei den Herstellern von Luxusartikeln sehr geschätzt würden. Produkte aus Schlangenhaut sind immer noch unglaublich teuer und werden von einem anspruchsvollen Publikum nachgefragt. Wenn es der Titanoboa gelänge, bis heute zu überleben und nicht ausgerottet zu werden, stünde sie höchstwahrscheinlich unter strengstem internationalen Schutz. Und aufgrund ihrer extremen Anfälligkeit wäre sie eine äußerst seltene Art, die am Rande des Aussterbens stünde. Andererseits wäre der Lebensraum selbst recht günstig, weil die Titanoboa nicht allzu oft mit Menschen in Kontakt käme. Mit all seinen großen und kleinen Gewässern ist das Amazonasbecken eine der unzulänglichsten Orte der Erde. Bis heute werden dort immer wieder neue Tierarten entdeckt, die wir uns vorher nicht einmal vorstellen konnten. Vielleicht gibt es die Titanoboa also noch. Wir haben sie nur noch nicht gefunden? Leider nein. Eine so große biologische Tierart würde zweifellos einige Spuren hinterlassen. Und in den vielen Jahren, in denen wir das Gebiet beobachtet haben, hätten wir zumindest die indirekten Anzeichen gefunden. Aber wir finden nur versteinerte Überreste, die mehrere Dutzende Millionen Jahre alt sind. Aber niemand sagt, dass solche Ungeheuer nicht in der Zukunft auftauchen können. Sagen Sie, es ist unmöglich? Nun, es scheint so zu sein, denn warum sollten sie wieder auftauchen? Aber genau an dieser Stelle wird es spannend. Um zu verstehen, warum solche Monster in der Zukunft entstehen könnten, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Genauer gesagt auf die Bedingungen, die ihr Erscheinen ermöglicht haben. Erinnern wir uns zunächst einmal daran, dass die Riesen damals blühten. Von Riesenfarnen bis zu Riesenlibellen. Ganz zu schweigen von den verschiedenen Dinosaurierarten. Natürlich haben wir jetzt große Wale, Elefanten und Mammutbäume. Aber seien wir mal ehrlich, es gibt nur sehr, sehr wenige echte Riesen. Dies ist nicht einmal annähernd vergleichbar mit der Zahl der monströsen Riesen, die Millionen Jahre lang die Erde beherrschten. Aber warum war das so? Und was ist mit ihnen allen passiert? Der Gigantismus einiger Arten wurde zum größten Teil durch verschiedene Faktoren verursacht. Was die Reptilien betrifft, so haben sie eine ganz besondere Eigenschaft. Die meisten von ihnen sind kaltblütig oder wechselwarm. Dieser Begriff bezeichnet Tiere mit einer instabilen Körpertemperatur, die sich je nach der Temperatur der äußeren Umgebung ändert. Als warmblütige Lebewesen können wir unsere Standardtemperatur von 36,6 Grad Celsius, 97,88 Fahrenheit, von innen aufrechterhalten. Schlangen hingegen brauchen die Umgebung, um diese Temperatur zu erreichen. Deshalb sonnen sich Reptilien so gerne in der Sonne. Sie brauchen Wärme wie Luft. Die Überreste der größten Schlangen in der Geschichte der Erde deuten also auf ein unglaublich heißes tropisches Klima vor 60 Millionen Jahren. Bei einer Durchschnittstemperatur unter 30 Grad Celsius, 86 Grad Fahrenheit, konnte eine Python mit dem Gewicht eines Eisbären und der Länge eines Grauwals nicht überleben und zudem eine solche Größe erreichen. Die Titanoboa ist für die Wissenschaftler zu einem weiteren Argument geworden, um eine wichtige Tatsache zu beweisen. Vor 58 bis 60 Millionen Jahren lag die durchschnittliche Jahrestemperatur in den Tropen wahrscheinlich bei 30 bis 34 Grad Celsius, 86 bis 93,2 Fahrenheit. Warum war das so? Die Enzyme, die am Stoffwechsel fast aller irdischen Organismen beteiligt sind, arbeiten am besten bei Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius, 95 bis 104 Fahrenheit. Natürlich verbraucht der Körper oft zusätzliche Energie, um sich aufzuwärmen. Das bedeutet, dass die Größe der kaltblütigen Lebewesen mit der durchschnittlichen Jahrestemperatur korreliert.
wenn wir davon ausgehen, dass der Stoffwechsel der Titanoboa dem der heutigen Schlangen ähnlich war, dann brauchte sie eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 30 bis 34 Grad, 36 bis 39,2 Fahrenheit, was 6 bis 10 Grad höher ist, als wir bisher angenommen haben. Und wie sieht es mit dem Klima der letzten Jahrzehnte aus? Richtig, die globale Erwärmung. Wir wollen niemanden erschrecken. Aber bei der derzeitigen Dynamik könnten in Zukunft durchaus Bedingungen entstehen, die das Auftauchen von Ungeheuern wie Titanoboa begünstigen. Natürlich würde die Nähe zur menschlichen Zivilisation mit all ihren schädlichen Auswirkungen auf die Natur kaum dazu beitragen, dass der Amazonas-Dschungel eine neue Inkarnation der Titanoboa hervorbringt. Dennoch wird der Planet nach Einschätzung vieler Paläoklimatologen in Zukunft eine sehr interessante Speziation erleben.